Ja, ich gehe rein, Entschuldigung, ich gehe rein. Daniel, darf man ins Schlafzimmer? Ich guck mal sicherheitshalber rein, aber ich glaube. Ja, natürlich darf man hier rein, weil Daniel hier versteckt ist. Au! Herzlich willkommen mal wieder in unserer Spielhöhle und zwar bei Danja zu Hause. Spielhöhle? Schon so ein bisschen, oder? Danja Spiel. Nicht mehr in Katjas Luxusvilla. Katjas? Du hast letztens noch Katja gesagt. Ach so, kann sein. Auf jeden Fall sind wir heute bei Danja wieder zu Hause und wir werden heute wieder ein XXL Hide and Seek machen, weil Donald Duck ist heute auch da. Ja. Mach mal nach. Nee, so, ganz klassisch ohne Schummeln. Es wird nicht aus dem Haus. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gleich sehen. Nein. So, nein. Auf jeden Fall, jeder sucht einmal. Ich fange gleich an. Das Gute ist, Claudio kennt sich nicht so gut aus dem Haus. Das ist schon mal sehr gut. Claudio, der einzige Raum, der aktuell verboten ist, ist der da ganz vorne. Und oben der Schrank in der Mitte. Okay. Die ersten vier Türen einfach nicht. Okay. Danach die nächsten Türen kannst du. Okay. Gut, alles klar. Ich suche als erstes. Ich verstecke mich auf dem Klo. Ja. Wie lange Zeit? 90 Sekunden. So, wir haben zwei Kameras auch wieder dabei. Ihr könnt erstmal die Kameras haben. Okay, gut, ich gehe erstmal auf Klo. Ich kündige aber unten nochmal laut an, dass ich dann komme, also dass ich dann unterwegs bin. So. So, Tür ist zu. Ja, ich gehe rein, Entschuldigung, ich gehe rein. Ganz ehrlich, Karl. Ich guck auf die Zeit. Ist ja gut, Mensch. Übertreib mal nicht, Daniel. Ist ja gut. Du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich übertreibe, wenn du schon wieder schummelst. Mach bitte die Schranktür wieder zu. Oh, sorry. Ich bin gerade auf den Fuß getreten. Ich trottel. Los. Aua. Dankeschön. Perfekt. Ich versuche mich hier noch reinzuquetschen. Und ich versuche mich hier zu tarnen. Wie kriegen denn die Leute das hin? Das habe ich in letzter Zeit öfters. Habe ich so ein Stechen hier. Ja, ich werde alt. Okay, es geht wieder. Das hatte ich früher im Rücken, aber mittlerweile habe ich das hier auch. Ja. Wer weiß, ob ich es bis zum Ende dieses Videos schaffe. Okay, ich würde sagen noch so 10, 15 Sekunden. Dann passt das. Der 17.4. Ist heute der 17.4.? Okay, gut. 5, 4, 3, 2, 1. So, ich komme. Ach ja, ganz kurz zur Info für alle. Ich habe 2,5 Minuten Zeit. Und zwar ab jetzt. Okay, so dann schauen wir mal. 2,5 Minuten. Oh mein Gott. Ey, das ist gar nicht so schlecht. Ich schwöre, das ist nicht schlecht, Claudio. Oh Mann. Ich schwöre, das ist nicht schlecht. Oh Mann. Ich hätte jetzt nicht so... Das ist schon gut. Hättest du da vorne was gepackt, hätte ich dich vielleicht nicht gesehen. Ach, schade. Okay, Claudia habe ich gefunden. Sehr gut. Hab mir den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht mal wo. Unter der Decke scheint keiner zu sein. War der hier verboten? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. So. Nö, du kannst mich aber auch verraten gerne. Du kannst die anderen auch verraten. Ich weiß, wo die sind. Ja, okay, warum macht man... Daniel, darf man ins Schlafzimmer? Ich guck mal sicherheitshalber rein, aber ich glaube. Ja, natürlich darf man hier rein, weil Daniel hier versteckt ist. Mann. Ich dachte, da darf man auf einmal nicht rein. Ja, ich dachte so oft, dass du hier nicht rein darfst. Aber ich konnte ja jetzt auch nicht rausrufen, nein, darfst du nicht. Okay. Geht doch mal weg, ich suche die Leute. Okay, ihr verwirrt mich voll. Ich geh in den Flur. Geht mal weg. Wie viel Zeit hat er noch? Ganz auf dem Dach, wenn ich, oder Danja? Doch. Ach, darf man hoch? Krass. Ja, ja, los geht's. Ich hab noch knapp eine Minute. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich heute alle finde. Ich wette, einer hat sich wieder hier drin versteckt. Oha. Ey, ich schwöre, ich hab dich fast nicht erkannt. Ich schwöre, man hat dich fast nicht gesehen. Los, Karl, schnell los, meine Zeit. Okay, Tom ist da drinnen, falls... Ja, da, man kann ihn sehen.
Ja, ich, also wir haben hier gesagt, hier darf keiner rein. Ich glaube, hier ist Kiba ist wahrscheinlich wieder hier drin. Kiba ist hier und kann hier auch. Also habe ich auch gesagt, die ersten vier sind bei Kiba schlecht hier. Ich sehe eine Socke! Und damit habe ich auch Lena gefunden. Oh. Das war. Guck, ich bin schon geübt in unserer Spiel. Oh, aber strong. Ey, Einsatz. Ich habe hier so reingeköcht, da mit dem Kopf gestoßen, alles. Ey, das war richtig gut, aber du hast zu viel hier rausgeworfen. Das ach, ist das Problem. Mist. Oh nein. Alles gegeben. Ja. Alles gegeben. Aber, ihr habt direkt gesehen, ja. Man hat einen gefunden. So, wen habe ich als erstes gefunden? Nicht. Claudio. Ja. So, Claudio, das heißt, du darfst jetzt. Hast du rausgeschafft? Ja. Okay, du darfst jetzt suchen. Ja. Kamera läuft weiter. 19 Sekunden, hab die Zeit, ne? Tom hat noch nicht. Tom hat noch nicht. Und Daniel, du darfst die Kamera nochmal machen. Okay, ich geh nach unten. Nicht schon, jetzt schon, dass du schon nicht unten beim Klo. Ja. Hier, ne? Ja. Jetzt schon? Nein. Nein, er hat nicht geschummelt. Okay, kann ich mich gut zum Verstecken. Soll ich den Versteck zeigen? Ja. Okay. Dann versteck du dich selber. Ja, aber ich brauche Hilfe. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Okay, vielleicht, ist drin. Vielleicht tue ich mir übelst weh. Auf Gutes, Claudio, weg, da gehe ich. Okay, Claudio kennt die Verstecke nicht. Das heißt, vielleicht ist das hier erfolgsversprechend. Oh, hier sind Katzensachen. Was, willst du es versuchen? Kannst du ganz vorsichtig machen? Ja, ja, nimm die Kamera damit. Jetzt mal schnell. Haben die noch überhaupt noch Zeit? Ja, noch 30 Sekunden. Ungefähr so 20. Ja, dann. Eigentlich haben wir noch so 10 Sekunden, aber ich denke so, komm, können wir den mal ein bisschen noch länger, damit die sich auch gut verstecken können. So. Da liegen so, da ist so ein kleines Kissen, legt das sonst hier so dazwischen. Oh Gott, los, leg das. Au! Und dann gehe ich rein. So, ich darf jetzt kommen. Okay. Hier wurde gesagt, dürfen wir nicht rein. Dann gehen wir einmal hier durch die Küche. Hier ist niemand. Wäre ja auch zu einfach, ne, wenn man sich hier verstecken würde. Okay, hier ist auch nichts. Hier, okay, hier im Wohnzimmer ist niemand. Das ist schon mal gut. Ich glaube, der Raum war auch nicht erlaubt. Dann gehe ich da nicht rein. So, wir gehen nach oben. Hä? Ist dein Ernst? Du kannst schon rauskommen hier. Wer bist du? Rauskommen hier. Wer bist du? Lena wurde gefunden. Sehr gut. Ich wusste nicht, wer du bist. Okay, ich muss schon weitermachen. Sehr gut. Lena haben wir. Hier ist niemand. Okay, Lena, kommst du da wieder raus? Sehr gut. Oh, was ist denn leid, wenn ich hier bringe? Och, das ist aber schlecht, Kahn. Mann, ich hatte nicht so viel Zeit dafür. Ja, tut mir leid. So, okay, das heißt, hier sind ihr beide. Jetzt gehen wir nach oben. Ja. Wie viel Zeit habe ich, Karl? 2,5 Minuten ist gedacht. Ja, ich müsste hinhauen. Okay, hier wird wahrscheinlich niemand mehr sein. Okay, nee, hier ist niemand. Hier war eben Tom. Warte. Nee, hier ist niemand. Okay. Wie viel Zeit? Ich glaube, ich habe noch so 30 Sekunden. Boah, Junge, das wird aber hart. So, darf ich hier reingucken, ja, ne? Ja, natürlich. Das ist aber lame, hier ist niemand. Krass, oder? Hey, komm, mach mal. Ja, und wo darf ich noch reingucken? Hier die ersten vier nicht, ne? Die hier nicht. Okay, das heißt hier. Das dürftest du eigentlich auch. Hallo? Okay, ne, hier ist niemand. Na gut. Dann habt ihr gewonnen, Tom und Danja. Ja. Hä, wo? Komm mit. Hä, warte, wo? Okay, Toms, kannst du nicht unbedingt raus? Er war hinter dem Sofa. Ach, aber okay. Danja hat ein richtiges gutes Versteck, wo ist sie? Sie kennen kann. Komm mal mit. Wo komm ist sie? Mit. Ja. Komm mal hier rein. Danja, ja. Sag mal was. Sag Piep. Sie ist jetzt unterm Bett, oder? Piep. Ach, du Heilige. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, aber ich wollte halt nicht so aber nach unten gucken. Boah, was ist das denn? Also ich musste Danja helfen und ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen wehgetan. Kann
Kran hat mir einfach das Ding auf den Kopf gedacht. Ich habe genau in die Mitte gelegt, ja, wo halt auch das ist. Nicht. Deswegen kann ich mich auch so schlecht verstecken. Jetzt verstehe ich. Ja, aber ganz ehrlich, das ist schon übertrieben. Ja, das aber Pro, es ist auch ihr Haus. Also ja, das stimmt. Man muss ja auch mal ein bisschen was wagen. Ne? Stark. Ich wusste auch nicht, ob ich da drunter passe. Ich habe das vorher noch nie probiert, aber die Katzis haben sich da in der letzten Zeit immer mal rein versteckt. Krass. Ja, gut. Also, Daniel und Tom wurden nicht gefunden. Das heißt, Tom, du bist dran. Ich bin dran. Du bist dran. Und Claudio kriegt nochmal eine Kamera. Okay. Alright. Dann. Wann? Ja, Erfolg. Platz, wo mir 10. Nee, man hat sogar, es war mir auch relativ egal, weil du wolltest es da war rein. Auch richtig man hat nur sogar so, au! Komm, dass es blank zu komm ich dahinter? Oder gehe ich nach oben? Ich bin nicht eine gute Idee. Ich glaube, ich mache mal einfach. Ich gehe hier hin. Ah, ja, ja, da muss man jetzt perfekt zudämmen. Warte. Ich höre Leute flüstern. Kahn oder so. Hier, nimm die Kamera, sonst seht er die. Sonst ich sieht soll ich die nehmen? Nimm sie mit! Ich höre Daniel lachen. Noch 45 Sekunden ab jetzt. Nee. Hier darf ich rein, Lena. Lena. Hier darf ich rein, ne? Aber nur fast. Hallo? Ja. Da war Danja. Ich habe noch eine Minute. Die stehen so sass die Schränke auf. Da ist doch jemand, oder? Niemand da? Auch scheinbar niemand da. Hallo Lena. Manu! Wo ist Claudio? Sind alle schon gefunden? Nee, Claudio fehlt mir noch. Claudio fehlt noch, okay. Was ist denn jetzt verkrümelt? Ich weiß nicht wo. Wo ist jetzt Claudio? Ich hab noch 20 Sekunden. Claudio! Aber der ist hier unten nicht. Nee, meine Zeit ist um. Was? Claudio, wo bist du? Mama? Ich war oben. Ja, schau mal, wo er oben ist. Wo kommt denn Wuff Wuff, Alter? Wuff Wuff? Hallo, hat alle verloren. Wuff Wuff? Ja. War er hier? Du hast die Tür aufgemacht. Hallo. Oh, da kannst du aber echt weit rein. Hallo. Okay. Siehst du mich? Ruft er da rein? Ja, die beiden, okay. Die wo nicht rein darf. Ich durfte hier rein, glaube ich, oder Danja? Okay, ja, das hätte ich niemals gesehen. Hier im Schrank! Oh, sehr gut. Ich habe aber die Füße noch gemacht. Ich habe mich hier. Hoffen, dass du nicht Kino oder Hefe erwischt hast. Nee. Ja, ich habe mit Danja auf jeden. Ich habe auch Lena gedrückt, ob ich da rein muss. Meint ihr auch? Na, alle bis auf Claudio. Hier war's. Das war der dann kommt der nächste Tür. So, Lena. Ja. Du bist jetzt dran mit Suchen. Du nimmst Toms Kamera. Hast du? Ja. Danja bekommst. Schon wieder? Und ich bekomme. Okay. Also ich. Ja, warum? Du hattest doch. Du hattest nicht. Du hast gerade nicht. Ja. Ich hatte sie gerade. Okay. Ja, ihr seht heute viel von mir, Leute. Ist doch nicht schlimm. Heute finde ich es auch mal schlimm, weil du hast einen schönen Pulli an. Es ist Mio drauf. Mio. Versuch. Ich verstehe Mio.
5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Let's go! Ja, ganz schlecht? Kann? Mann, warum ganz schlecht? Warum guckst du auch hier hin, Mann? Ja, toll, ey. Ist diesmal niemand? Wie viel Zeit habe ich nochmal? 2,5 Minuten. 2,5 Minuten. Ich glaube, diesmal. Hallo! Oh Mann, warst du? Hier. Okay. Ich muss sagen, Daniel ist ziemlich strong heute. Ja? Ja, hier ist, hat ein sehr gutes Versteck wieder gefunden. Ernsthaft? Aber das kann man auch nur, glaube ich, wenn man hier wohnt. Och nee. Ja, in den Schrank kann ich ja nicht reinpassen. Nee, das geht nicht. Das hat ja auch. Was ist das? Ernsthaft? Zweitung. Erwischt. Warte, ich will kurz gucken. Wie Zeit hast du denn noch? Was ist das? Ja. Wolltest du lang gut sein? Na, ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen habe ich noch. Vorsichtig. Ich glaube hier nicht. Und dann guck mal. Aber wenn du jetzt schon wieder sagst, sie hat sich so strong versteckt. Also dann ist schon sehr, sehr strong. Also heute muss sie die ganzen Geheimtricks machen. Ah. Wie spät? Okay, ihr müsst mir gleich helfen. Ich verstecke mich gleich. Ja. Zeit ist um. Ist die Zeit um? Ja. Danja, meld dich mal. Ja, unten. Sie ist unten. Ernsthaft? Ja, guck mal bitte, wo sie ist. Und wenn wir jetzt kein Facepalm dazu machen, dann weiß ich auch nicht. Mach mal nochmal. Links. Nein. Nochmal? Oh nee, jetzt. Mann, du hast mich gesehen und sie aber nicht. Ich war unterm Tisch und mich hast du gesehen. Danke. Aber diese Low-Verstecke sind manchmal auch. Ja, weil du hast nur dahin geguckt. Aber ich habe das auch gut gemacht. Ich habe extra nur so geguckt, ob hier was ist. Du warst ein bisschen irritiert. Okay, so, wir sind in der finalen Runde des XXL Hide and Seek. Ja. Und die Gastgeberin darf jetzt nochmal suchen. Also, Claudio. Was hast du? Ich habe gesagt, die Gastgeberin Claudio darf jetzt suchen. Ach so, okay. Und Tom kriegt nochmal die Karte. Ich darf suchen oder wie? Und Tom. Du darfst, du musst verstecken. Okay, das meine ich. Warte, es kann sein, komm mal kurz zur Kamera. Ja, alles gut. Kannst du auch wenn es schon leise klingt, aber ich vermute, die sind jetzt schon alle versteckt. Aber dann mache ich jetzt. Ich suche jetzt! Ich suche jetzt. Wo seid ihr? Irgendeiner muss sich ja theoretisch immer richtig schlecht verstecken. Ja, hier hinten ist jemand. Hallöchen. Schläfst du gut? Nein. Ah, du hast die Kamera für dich hingestellt wahrscheinlich. So, wer ist hier? Hoch. Irgendjemand hier drin? Okay, ich sehe gerade niemanden. Oh, und ich glaube, hier passt auch gerade schlecht jemand rein. Hätte ja klappen können. Hätte klappen können. But it didn't. Ja, Hallöchen da hinten. Mann! Hallo. Ich dachte, es wäre gar nicht so schlecht. Das ist schon schlecht. Ich habe was von den schlechten Verstecken, Claudio. Also ich hätte dich fast nicht gesehen, aber... Ah ja, Hallöchen, da ist Lena. Dann fehlt nur noch Tom. Wo ist der? Ah, hallo Tom, hier auch unter der Decke. Okay, ich hab euch alle. Ja, toll, super. Ja. Oh,
15 habe ich gewonnen. Ja. Oh, ich habe auch alle 5 gefunden. Wo warst du eigentlich? Oh. Unterm Schreibtisch? Ja, da. Ah, du hast heute mit den Tischen. Ja. Aber ist okay. Du brauchst ein paar neue Möbelstücke. Irgendwas, wo man sich nochmal reinpflanzt. Ja, wir müssen vielleicht unsere Spielhöhle hier ein bisschen nochmal... Ja, ein bisschen mal einrichten. Ja. Leute, das war mal wieder ein XXL Hide and Seek hier mit Claudio, Danja, Tom, Lena und moi. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ich muss heute wirklich anerkennen, dass diese Dame hier heute die besten Verstecke hatte. Ja. Besonders das unterm Bett, das ist klassisch, aber damit hat keiner gerechnet. Ja. Aber gut, als Gastgeberin, als Geschäftsführerin hier von der Spielhöhle. Kannst du das nicht so nennen? Spielhöhle, warum? Indoor-Freizeitpark. Ich baue auch bei dir Foodstände hier auf. Ja, das wäre gut. Und am besten so ein bisschen nach, weißt du was für ein Indoor-Freizeitpark? Es gibt eine Sache, das möchte ich auch zum Beispiel. Was fehlt bei einem Indoor-Freizeitpark? Darf Bällebad. Nicht fehlen. Bällebad? Falsch. Na, irgendwie eine Achterbahn. Falsch. Rutsche. So ein Trampolin. Falsch. Ich hätte Rutsche jetzt gesagt. Falsch. Und zwar der Geruch nach Schweißfüßen. Oh. Achso, nee, der ist aber da. Aber findest du den nicht? Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich also etwas nicht habe... Wenn du das der Einzige bist, der es nicht riecht? Ja, kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir nehmen auch noch weitere Videos hier aus dem Indoor-Freizeitpark von Danja auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao.